Hallo Freunde, heute wollen wir uns mit der Thematik des weit vorgerückten Randbauerns beschäftigen. Dazu habe ich euch einen Merksatz mitgebracht und drei Beispiele, die verdeutlichen sollen und hoffentlich diese These dann auch erhärten sollen. Ja, worum es da geht und wie die Beispiele aussehen, schauen wir uns jetzt an. Los geht's. Unser erstes Beispiel fängt mit einer Partie von Boleslawski an, mit Schwarz. Aus einer sizilianischen Verteidigung, das ist aber völlig interessant erstmal, denn sizilianische Theorie bin ich auch überhaupt kein Fachmann, aber dieser weit vorgerückte Randbauer, der ja diese Strategie und diese Thematik interessiert mich. Und hier in dieser Partie spielte Schwarz A7, A5. Zunächst einmal ein normaler Zug und der gängigste theoretische Hauptzug ist A2, A4, um den Vorstoß dieses A-Bauern eben auch weiter einzudämmen. Und wir sehen hier an dieser Beispielpartie mal, was passiert, wenn das nicht passiert. Und wir wollen jetzt gar nicht so sehr auf die Partie selber eingehen und jeden Zug auf die Goldwaage legen. Wir wollen uns natürlich vom Hauptaugenmerk auf diesen Randbauern fokussieren. Der rückt vor und rückt noch weiter vor. Und die Idee ist einfach, diese Bauernstruktur im gegnerischen Lager zu zersplittern. Ja, und im Zweifelsfalle dem Turm eine offene Linie zu geben. Und deswegen wird ganz, ganz häufig eben diese Linie geschlossen, B2, B3. Und jetzt steht dieser Bauer hier schon ziemlich weit vorne. Und jetzt können wir uns ja überlegen, ist der stark oder schwach? Und hier gibt es einen Merksatz, und den zeige ich euch jetzt mal eben hier. Nämlich, je weiter die Figur, je mehr Figuren getauscht sind und je mehr wir uns dem Endspiel nähern, desto mehr gewinnt dieser Bauer eben an Kraft. Denn wir werden sehen, je weniger Figuren am Brett sind, desto weniger Figuren können diesen Bauern eventuell aufhalten. Und diese erste Beispielpartie, ja, wird das wunderbar veranschaulichen. Auch wenn wir jetzt hier nicht jeden Zug auf die Goldwaage legen. Erst wird hier ein Bauern getauscht. Das sieht ja alles ganz komisch aus, dass am Ende des Tages gewinnt weiß hier einen Bauern auf D4. Dafür hat eben entsprechend schwarz das Läuferpaar versucht, ein bisschen Kompensation zu kreieren. Dieser A-Bauer ist jetzt hier sogar noch durch taktische Umstände gedeckt. Aber unterm Strich sehen wir, aha, es wird immer mehr getauscht. Es wird immer mehr getauscht. Und jetzt sind wir im Endspiel und auf einmal gewinnt dieser Bauer an Kraft. Denn jetzt droht Turm C2 und dann Turm A2 und dann sind überhaupt keine Figuren mehr da, die aus weißer Sicht, die diesen Bauern aufhalten können. Und ja, unsere Grundreihe ist natürlich ein bisschen geschwächt hier in dem Augenblick, aber Läufer F8 deckt das ab. Springer E7 können wir auch noch verhindern. Ja, und jetzt droht einfach, wir können mit dem König rauslaufen, wir gewinnen den A-Bauern einfach. Ja, und dann ist der Bauer quasi mehr oder weniger durch. Und das kann Weiß hier nicht mehr verhindern. Und hat in dieser besagten ersten Partie aufgegeben. Wie gesagt, war jetzt nur als erstes, ja, zur Einführung sozusagen, dass was auch immer passiert, ja, wenn weiß jetzt nur, ich mache mal eben irgendwelche Züge, dann fällt dieser Bauer vom Brett, dann kommt auch der König jetzt meistens abgeschnitten, ja, und dann A2, Turm B1, A1. Der Turm unterstützt diesen Bauern wunderbar. Deswegen ist hier auch nichts mehr zu machen. Okay, wir schauen uns das zweite Beispiel an. Dieses zweite Beispiel stammt von David Bronstein mit den schwarzen Steinen. Und wir sehen hier ja, eine ziemlich gute Splittung des Schachbrettes. Am Damenflügel versucht Weiß irgendwie Raum zu gewinnen und irgendwie Druck aufzubauen, Figurenspiel, C-Linie und so weiter. Die schwarzen Figuren inklusive dieser Bauernspitze auf E4 deuten mehr darauf hin, dass Schwarz am Königsflügel spielen möchte. Ja, und dann ist es auch nicht verwunderlich, dass Bronstein mit seinem H-Bauern auf einmal losläuft und noch weiter läuft. Und wir schauen mal eben eine kurze Variante, dass Weiß ist auch immer schwierig, diesen Bauern aufzuhalten. Denn dann bildet dieser Bauer auf einmal eine Schwäche, eine Angriffsmarke. Zum Beispiel, dass wir nach Springer E6 den Springer nach G5 stellen können und dann drohen schon die ersten Opfer auf H3 in Verbindung mit Dame E6, ja, und so weiter. Da bleiben nicht mehr viele Verteidiger des Königs über. Das kennen wir alles schon. Und deswegen ist es schwierig für
für Weiß diesen Bauern aufzuhalten. Und in der Partie folgte Läufer A3. Der Bauer geht einfach weiter vor. Und jetzt das gleiche Prinzip, ja. Die Königsbauern irgendwie aufzulockern, wenn der hier schlägt, ist halt die G-Linie offen und so weiter. Das Feld F3 wird geschwächt. Weiß versucht im Regelfall, hier auch in der Partie, die Stellung geschlossen zu halten. Aber wir sehen, oh, auf H3 steht ein Bauer. Wenn jetzt eine Dame auf G2 auftaucht, wäre schon matt. Und wir sehen, Schwarz operiert natürlich weiter, versucht auf die weißen Felder zu spielen. Weiß, also Schwarz versucht, und Weiß am Damenflügel versucht uns ein bisschen zu beschäftigen. Wir tauschen den Verteidiger der weißen Felder ab. Rücken immer mehr über die weißen Felder hier ins Lager rein. Und jetzt sehen wir, Weiß wird es gelingen, durch Tausch von vielen, vielen Figuren. Und wieder ein Tausch. Er wird es schaffen, diesen Mattangriff abzuwehren. Ja, hat er geschafft, wunderbar. Was bleibt aber, ist, dass dieser Bauer auf H3 noch auf dem Brett steht. Und auch hier weitere Täusche. Wir wissen, ihr Tausch unterstützt am Ende des Tages sogar nur diesen Bauern. Und nach dem Tausch sehen wir, aha, erstmal die eigenen Figuren retten und dann den Springer F3 tauschen, respektive den H2 angreifen. Ja, und nach Dame F3 drohen schon Mattgeschichten. Ja, und am Ende des Tages fällt dieser Bauer und das gleiche Prinzip, ja, sobald dieser Bauer vom Brett ist, ist dieser Bauer schon so gut wie durch. Und hier hat in der Partie Toulouse gegen Bronstein der Weiße aufgegeben, ganz klar. Der eigene König ist safe, da geht einfach nichts mehr. Schauen wir uns noch ein drittes Beispiel an. Das dritte Beispiel stammt vom berühmten Vasya Pirc, dem Namensgeber der Pirc-Eröffnung. Und hier, ja, wir gucken mal, Moment, wo sind die Randbauern? Ist noch gar nichts passiert. Aber, und auf den ersten Blick könnte man ja denken, Schwarz steht sogar besser mit dem Läuferpaar. Er hat die einzige offene Linie. Aber Pirc findet eine wunderbare strategische Idee. Nämlich, er spielt mit H4, H5, greift diese Kette an und zieht diesen Bauern dann vorbei. Und dann sehen wir auf einmal, oh, jetzt haben wir den Sinn dieses Bauernzuges ja schon verstanden. Ja, dass dieser, wenn dieser H7 mal vom Brett fällt, dann ist dieser Bauer, der hat es nicht mehr so weit. Ne? Und auch wenn wir bis jetzt bei den ersten beiden Beispielen natürlich etwas schneller durchgerannt sind, aber ihr braucht euch nie Sorgen machen, dass dieser Bauer vielleicht mal weg ist oder sonst irgendwie, also natürlich einfach nur weg sein ist doof, aber wir müssen nicht matt setzen, ja? Einfach die Wirkung, die langfristige Wirkung besteht darin, dass er am Ende des Tages im Endspiel dieser A-Bauer vom Brett fällt und dann ihm umwandeln kann. Das ist oftmals die Hauptstrategie, zumindest die langfristige. Und hier in diesem Beispiel schauen wir mal, zunächst einmal möchte Weiß jetzt auch mit der Dame auf C3, auf diese Diagonale, und dann geht es schon los, dass dieser Bauer in Gefahr ist. Schwarz verhindert das. Jetzt möchte Weiß mit Dame A1 so ein Reti-Manöver hier auf diese Diagonale bringen. Auch das möchte Schwarz einfach nicht zulassen und versucht, ja, irgendwie sich da entgegenzustellen. Aber, und jetzt schaut mal, durch den Tausch von diesen Läufern und der Dame, und dann sind wir wieder in unserem Beispiel, je mehr getauscht wird, desto besser ist es für die Seite mit diesem Bauern. Und hier schauen wir mal, die Stellung hat sich schon in wenigen Zügen so extrem drastisch verändert, dass Weiß hier bereits auf Gewinn steht. Und ich möchte euch zwei weitere, kleinere taktische Umstände zu diesem Randbauern auf H6 noch mit auf den Weg geben. Nämlich der erste ist jetzt hier in der Partie, kam König F8. Und das ist, dass dieser König, der muss hier in der Nähe von diesem Bauern bleiben, damit der nicht vom Brett fällt, ja, damit dieser Bauer eben nicht ungestört durchwandeln kann. Das heißt, in dem Augenblick, wenn der König sich aber hier passiv um den Bauern kümmern muss, bedeutet das, dass unser König natürlich hier hemmungslos irgendwie vorrücken kann. Ja? Und damit ja, eine sehr, sehr aktive, wichtige Figur im Endspiel ist. Keine Frage. Wir gucken uns mal eine kleine Variante an, was denn passieren würde, oder ein zweiter Umstand, der durch diesen Bauern hier immer
bedingt ist, den wir immer im Hinterkopf haben müssen. Dass, wenn der König sich hier zu weit von diesem Bauern entfernt, gibt es taktische Durchbrüche. Und zunächst einmal drohen wir Springer H5, es droht Springer F6 und den Bauern einfach zu gewinnen. Und das Problem ist, dass Schwarz den nie schlagen kann, weil dann hier der Durchbruch G5, G6 kommt. Ja, und der König ist einfach zu weit weg, um den Bauern aufzuhalten. Diese taktischen Durchbrüche und diese potenziellen Opfer dann bilden ganz, ganz häufig ein strategisches und taktisches Motiv, das diesen Bauern quasi komplimentiert. Und deswegen hier in der Partie kam König F8. Aber, und dann sehen wir, alles klar, unser König bleibt hier in der Gegend hier. Der Springer wird natürlich zunächst einmal auf dieses Superfeld F4 positioniert. Hier haben wir zum einen den Bauern E6 im Auge. Wir drohen aber auch jetzt hier auf G6 immer dieses Opfer. Ja? Und nach König F7, wir gucken mal als Beispiel, was passiert, wenn der, Schwarze mal gar nicht aufpasst. Ja? Und zack, schon haben wir dieses Opfer wieder und der Bauer ist durch, weil der König zu weit weg ist. Und deswegen kam hier König F7 und dann haben wir die Problematik, ne, dass der König auf die Seite gebunden ist, während der König hier einfach spielen kann. Er muss gar nicht super forciert irgendwas machen. Aber am Ende des Tages haben wir hier diese 3 gegen 2 Bauern. Und dieses Bauernendspiel sind quasi immer gewonnen. Das wissen wir. Warum? Wir können uns hier einen Freibauern bilden. Ja, zum Beispiel so, wie es auch in der Partie kam. Es wird sich ein Freibauer gebildet. Dieser König steht jetzt hier sehr, sehr weit weg vom Geschehen. Er muss sich ja um diesen Bauern kümmern, während unser König hier problemlos reinlaufen kann. Das braucht man auch nicht großartig rechnen oder so. Ja? Manchmal hier fällt auch der E6, die Zugzwang-Thematik liegt hier auch immer in der Luft bei solchen Stellungen. Und ja, Weiß hat hier ziemlich problemlos gewonnen, hat sich diesen Bauern geschnappt. Und jetzt brauchen wir nur noch dafür achten, der König, klar, diesen E-Bauern wollen wir nicht abgeben. Ja? Und wenn wir den einfach decken, jetzt muss der König hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so viele Züge machen. Bis dahin ist der Bauer quasi schon dreimal durch. Ja? Und wir schauen mal, da rennt er los. Und jetzt kommt Springer F6. Und dann muss der Läufer wegziehen. Es droht E7, E8. Ja, und dieser Bauer ist ja dann auch immer noch weg nach Springer F6. Ja? Das heißt, wir haben noch einen zweiten Bauern. Und bevor Schwarz hier auch nur ansatzweise einen von unseren Bauern gewonnen hat, haben wir schon zwei drin. Ja? Deswegen auch hier wieder, ja, in Verbindung mit diesen taktischen Operationen, dass dieser Bauer auch mal schnell ein Freibauer werden kann, sehen wir wieder auch die Thematik im Endspiel. Der König oder die Figuren sind gebunden an diesen Bauern. Also, je weiter es zum Endspiel kommt, desto mehr Kraft gewinnt dieser Bauer. Ich hoffe, diese drei Beispiele konnten euch wieder helfen. War jetzt wirklich nur in aller Kürze und Schnelle. Ja, aber dass sich das einbrennt, dass dieser Bauer durchaus eine giftige Wirkung hat. Alles klar, damit sage ich besten Dank und bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.